Jedenfalls machen wir heute einen Strandspaziergang an der Nordseeküste entlang von unserem Campingplatz aus. Einfach mal nach rechts, mal schauen, wo wir landen. Heute machen wir einen ganz tollen langen Strandspaziergang. Die Cleo freut sich schon sehr drauf, im Sand zu rennen, das Wasser zu genießen. Einfach die Freiheit und die großen Strände findet sie super, super toll. Oh, es ist so schön! Super! Ja, super, komm her! Süße Maus! Jawohl, prima! So viel Platz hat man hier zum Rennen, gell? Ja, ganz toll! Okay! Der Heidbergstrand ist sehr kinderfreundlich, ruhig und ideal für einen Familienausflug. Hier kann man toll Sandburger bauen, da stört es keinen, weil der Strand einfach sehr, sehr weitläufig ist und groß ist. Ja, man kann im Wasser spielen, Drache steigen lassen, Ball spielen, einfach alles, was einem so einfällt. Oder ganz, ganz tolle Wanderungen machen oder einfach ja, das Meer genießen, hinsitzen, aufs Meer rauszuschauen. Ja, es bietet sich hier einfach an. Ein riesen toller Strand. Falls man seine Unterkunft nicht in der Nähe vom Strand hat, es gibt auch direkt am Strand kostenfreie Parkplätze. Da kann man dann parken und ist in ganz, ganz kurzer Zeit direkt am Strand, also ist direkt hinter der Düne. Richtig schön. Leo, ist es schön hier? Hi! Super! Nee, nee, nichts für dich. Schicke Holz. Oh, schick! Hallo, geh zu Papa. Hallo, Cleo. Super. Der hab ich abgeholt. Und zu Papa. Wo ist es? Fangen, schnell. Und los! Das Meer, das Nasse mag sie einfach nicht und hier ist auch noch kalt. So, auf geht's ins Museum. Voll mein Schatz. Das hier sind Bunker vom Zweiten Weltkrieg. So, hier sieht man die Bunkeranlage nochmal von oben. Die wurden wohl gebaut, aber nie benutzt, weil der Krieg zuvor zum Glück fertig war. Und jetzt sind sie als Museum umgebaut worden. Mama. Was? Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo ist. Ist der Eingang wahrscheinlich, oder? Ist der weiter unten? Ja, da unten ist der Eingang. Genau, da gucken wir mal. Im Museum ist eine Ausstellung über Mammuts, die Eiszeit, Bernsteine. Ja, ganz viel zu besichtigen und natürlich die Bunkeranlage. So, fertig sind wir mit dem Museum.
genießen wir hier die tolle Hügellandschaft. Unter uns liegt der alte Bunker, in dem eine große Kanonenausstellung zu sehen ist. Also das Museum ist schön, es lohnt sich. Es sind sehr viele Audioguides. Ja, nach 2 Stunden waren wir jetzt durch. Also mir fand das Museum sehr, sehr toll. Auch die Kinder fanden es sehr schön. Es gibt immer 5 verschiedene Ausstellungen, 4 Dauerausstellungen und eine Sonderausstellung. Leider dürfen keine Hunde mit in das Museum rein. Im Außenbereich sind sie komplett gestattet. Heute ist hier irgendwie Kunst am Strand. Ja, wir machen uns wieder auf zur Bernsteinsuche. Heute ist das Meer richtig da, es fängt gerade an mit der Ebbe. Ist vielleicht besser und es ist ein guter Wind da, der vom Meer kommt. Mal schauen, ob ihr Glück habt. Drückt uns die Daumen. Das Wetter ist hier zwar warm, aber sehr windig. Deshalb baden hier auch kaum welche. Und das Meer ist halt sehr, sehr kalt. So, wir sind hier am Nordstrand von Plavand. Ja, hier ist einfach ein super Wetter, um Bernsteine zu suchen, wurde uns gesagt. Weil hier im Norden das Wetter stürmischer wäre, mit höheren Wellen. Und da einfach mehr Bernstein angeschwemmt wird. Hui, was für eine Riesensandburg. Und die Cleo bewacht sie. Super, und dahinter sieht man so alte Bunker, da haben sie so Pferde losgemacht. Ich bin mal so gespannt, ob die Cleo mir heute eine große Hilfe ist oder eher nicht. Ich hoffe, sie ist mein kleiner Glücksbringer. Sie ist sehr mutig und geht bis zum Bauchnabel mit ins Wasser rein. Das ist echt schön, freut mich total. Am Anfang fühlt sich das Wasser sehr, sehr kalt an. Wenn man aber eine Weile drin ist, ist es echt gut aushaltbar. So, das Wasser zieht sich jetzt so langsam zurück. Es bleiben noch so Priele. Ich glaube, wir müssen so langsam ans Ende denken. Ja, zählen wir mal zusammen, was wir alles gefunden haben. Ja, bisher waren wir relativ erfolgreich. Die Kinder haben schon einige Bernsteine gefunden und bei mir waren es auch schon 4 Stück. Ich werde sie nachher zeigen. So, das hier ist meine Ausbeute von den Bernsteinen, die ich gefunden habe. Mal schauen, wenn man sie später schleifert, wie sie dann aussehen. Echt voll cool. Was hast du da? Hm? Hast du was gefunden? Ja, die Cleo hat mir echt Glück gebracht. Ein toller Bernsteinhund. Was sich hier auch ganz toll anbietet, ist das Drachen steigen zu lassen. Der Strand ist so groß und es ist so wenig los, obwohl wir in den Sommerferien dort sind. Ja, man hat einfach mega Platz und die Kinder genießen das bei dem Wind, die Lenkdrachen steigen zu lassen, und ja, es macht einfach super, super viel Spaß. Der Heidbergstrand Ferienpark, wo wir zum Camping sind, macht jeden Abend auch ein Feuer am Strand, wo man dann gemütlich zusammensitzen kann, das Meer genießen kann. Ja, ist schön, also die geben sich hier echt richtig, richtig viel Mühe. Ja, es ist auch nicht nur ein Campingplatz, es gibt auch Hütten, wo man mieten kann. Ein Hotel ist mit auf dem Gelände. Man hat kostenlosen Zugang zum Erlebnisbad, zur Wellnessanlage nur nach den Ferien. Es ist ein Spieleland dabei und ein Trampolinland, welches auch kostenlos genutzt werden kann. Und es gibt dann noch diese Pferderanch. Klar, für die Ausritte muss man bezahlen, aber es ist auch mit offenem Gelände drauf. Wir gehen jetzt, voll der schöne Sonnenuntergang. Guckt mal. Wow. Mega schön.